Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rohrvideo bei SIDA für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ja, gerade versuche ich also die GIF auszuprobieren. Ich habe mich an GIF wieder erinnert und dass ich die in den frühen Jahren oder vor einem Jahrzehnt ungefähr auch schon mal verwendet habe. Und jetzt war die Idee, ob man die jetzt hier nicht irgendwie einbindet. Jetzt habe ich hier mein Thumbnail erstellt und auf diesem Thumbnail habe ich jetzt also links oben das GIF und rechts unten einen anderen Thumbnail. Aber der GIF wird nicht abgespielt. Hier nicht. Ich weiß nicht, was man da machen muss, aber er kommt hier nicht an und ich weiß nicht, was man da tun kann. Das ist also eine Endlosschleife und es funktioniert. Also ich könnte jetzt mal, aber jetzt die Aufnahme läuft ja. Ich möchte jetzt mal eben umschalten. In den Dateimanager. Das ist die GIF-Version, die ich gerade erstellt habe. Und Video läuft jetzt nicht. Muss man den mal mit dem Foto machen. So, das heißt also, ich habe da jetzt einfach nur 10 Bilder hintereinander gesetzt und die mal so eingesetzt. Okay, machen wir Schluss, dann wird man natürlich noch Ärger davon. Jetzt, ich hatte gedacht, dass ich da irgendwie wechseln kann, aber das geht jetzt auch nicht. Ich möchte wieder zu diesem kommen. So. Also das war jetzt gerade diese Datei. Da habe ich also 8 Bilder einfach mal reingepackt. Und um mal zu sehen, was passiert und wie es funktioniert. Also 8 Bilder in die GIF. 8 Literaturcovers. Ja, ich weiß nicht, ich muss das erstmal sacken lassen, was man damit machen kann. Also es ist ein Experiment. Man kann also ein GIF erstellen aus Bildern und die ganz schnell hintereinander ablaufen. Aber noch so, dass man sie erkennt. Ja, auch ein interessanter Effekt. Und ein Nebeneffekt ist, dass ich jetzt hier entdeckt habe, dass man hier auch Bilder einbauen kann in meine Thumbnails. Und das hätte ich natürlich schon vorher machen können in dem anderen. Aber dann machen wir das eben beim nächsten Mal in der zweiten Version. Vielleicht könnte man auf diese Weise auch so einen Wochenrückblick machen oder einen Tagesrückblick. Mein Tag heute. Und dann die vier Videos dazu, die man gemacht hat mit den Thumbnails. Tja, okay. Das sollte man gewesen sein von hier. Und tschüss, Leute.